Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay von Last Epoch. Jo, wir spielen wieder einen neuen Build. Es ist ein bisschen schwer geworden und man hat nicht immer so viel Zeit, um jetzt wirklich viel zu grinden. Ich spiele schon ein bisschen zeitintensiv, vor allem für mich, der ja ein bisschen Gelegenheitsspieler ist. Also nicht immer alles Spiele so direkt jeden Tag 2, 3 Stunden spielen kann. Da ist Last Epoch leider so ein bisschen der Fall, also da braucht ihr viel Zeit. Und ja, wir haben ja dann der Feuerball Sorcerer gespielt, der ein bisschen Probleme hat mit dem nächsten Spell, dem Infernal, wie heißt das schon wieder? Ja, diesen einen Schuss. Irgendwas. Ja. Spell. Ja, die Frost Novas, Diablo 2. In Elektro, glaube ich. Nein, nicht in Feuer, genau. In Feuer gelassen. Genau, und da hat zu viel Mana konsumiert, das er verbraucht. Und jetzt verwende ich nochmals einen Feuerskill. Nämlich Judgment. Und ja, da müssen wir einfach mit Smite leveln, bis wir 30 Punkte in Paladin gesetzt haben. Und dann geht das auch ziemlich dann schon los. Was ich noch nicht habe, ist dieses Feuerschild. Da, also erringen wir es mit Infernal. Und das müssen wir noch finden, aber sonst haben wir den Bild eigentlich schon fertig. Also, wir müssen jetzt nicht etwas noch Besseres haben oder so. Jo. Gut, ich tue mal das nochmal so machen. So, das Schild heißt Relias Light, okay, vom Boss sozusagen, das Schild. Und das kann man, The Black Sun, Set Shield, okay. Nicht Set Shield, also Unique und Set Shield, ja. So, und Hand of Judgment habe ich schon. Das ist hier und das ist schon ab Level 24 spielbar. Gut, dann können wir doch mal da ja, auch recht gut. Jo, weiterspielen. So, ich möchte mal noch kurz wegmachen, damit wir nicht die Anblendung nicht mehr ständig sehen. So. Jo, ich bin momentan ein bisschen am Bild suchen gewesen, habe einen auf Level 30 gelevelt, der andere ist irgendwie so Level 47 oder so geworden. Und beide waren irgendwie so ein bisschen schwach auf der Brust. Der Damage stimmte nicht so richtig. Das war so einem der Spriggan-Druide, Spriggan-Verwandlung. Der hat einfach zu wenige von diesen Kugeln gespammt bekommen. Die kommen, wenn man angreift mit der rechten Maustaste. Und der andere war der, also das war der Level 30er und der Level 47er war ein Bild, wo man, nein, da war 57 sogar, wo man Bienen gemacht, bekommen, also gespawnt hat, wie jetzt zum Beispiel, die sehr stark wurden. Okay, dann habe ich weitergespielt im Livestream, stimmt, okay. Dann ist es irgendwie so Level 61 oder, nein, 71 oder so geworden. Und ja, völlig, ich weiß es nicht mehr so genau, aber der war so ein bisschen random, oder? Man hat so ein bisschen gekämpft und dann kamen die Bienen, hat man Fischarten gemacht. Und solange die Bienen 10 Sekunden da nicht gekommen sind, hat man wenig Schaden gemacht und so. Es ist noch nicht so gut. Da brauche ich noch zwei andere, einen Ring und ein Amulett, damit der Bild gut geht. Und da kann man halt nur ein bisschen Glück haben, dass wir gleich mal ein Bild haben, der nicht so viele Unix braucht. Und das ist halt schwer. Okay, ich möchte auf Defensive gehen ein bisschen, oder muss ich nicht unbedingt. Dann gehe ich hier auf. Backspeed und so. So, wir müssen ein bisschen schneller angreifen. Judgment, einen Repost oder Venegance, ja, mit Reposts drin. Ist ein bisschen langsam. Bisschen zu wenig von diesen Schwertern, die extra noch herumschlagen. Ja.
Gut, wenn man ein bisschen gedrückt hält, geht es dann plötzlich ein bisschen schneller, aber möchte ich schon ein bisschen mehr Attack Speed haben. So. Jo, damit wir auch ein bisschen mehr Schaden sehen können. Beziehungsweise mehr von diesen wunderen, diese, ja, diese Flammen, die sich verbreiten hat. So, wir machen ein bisschen wenig Schaden, doch mit diesem nicht-Mana-Kosten-Ding. Spreading Flames, genau, nicht Wandering, sondern Spreading Flames. So. Ja, am Morgen bin ich öfters jetzt Transport Fuel 2 am Livestream, da bekomme ich gut Zuschauer über und die Leute interessieren sich wirklich dran. Und Last Epoch Livestreams weiß ich nicht, da müsst ihr mir sagen, ob ihr Lust habt. Und sonst kommen einfach manchmal Videos. Ich denke, ich mache jetzt diesen Charakter wirklich komplett. Ich zeige ihn komplett. Wahrscheinlich jeden Tag eine Folge. Weil ich natürlich lange am Leisten bin und viel am Trainieren bin für den, ja, den Lauf, den blauen Berglauf. Es gibt auch am 22. noch einen Lupsinger-Lauf. Der ist in der Nähe von meinem Heimatsort, wo ich früher gewohnt habe. Und der ist ein bisschen zu früh, den würde ich gerne dann nächstes Jahr machen oder so. Aber ich bin natürlich eben sehr gerne ein bisschen in Leifen unterwegs, damit ich fitter werde für Fußball. Damit ich die Luft habe für den Fußball. Und das heißt halt einfach, ich muss intensiv trainieren. Ich kann jetzt nicht immer ständig noch Videos hochladen. Also nicht wundern, wenn jetzt momentan ein bisschen weniger Videos kommen. Außer Livestream-Aufzeichnungen von Twitch. Gell? Da bin ich eigentlich fast jeden Tag online. Und auch manchmal recht lange. Je nachdem. So, Textbit, genau. Jo, und sonst ja, geht es eigentlich schon ziemlich gut. Es sind ein paar Videos sehr, sehr beliebt, ein paar nicht so. Aber das müsst ihr mir ein bisschen sagen. Schreibt mal ein paar Kommentare, was ihr denn so unbedingt sehen wollt. Und ich mache es natürlich. Was ich eigentlich auch noch geplant habe, ist hier auf YouTube einfach ein bisschen Minecraft bringen. Wie ich baue. Das eine Video ist mit 30, 40 Aufrufen doch schon ziemlich beliebt. Und jo, ich möchte gerne ein bisschen Rollenspiel noch einfügen. Oder nicht nur bauen, sondern wirklich auch Rollenspiel machen. Und da muss ich ein bisschen Einschränkungen machen beim Kreativmodus, zum Beispiel nicht herumfliegen. Nicht unbedingt Materialien einfach so rauscheaten, sondern so einfach so machen, als würde ich die Materialien selber irgendwo herholen oder so. Und ja, das ist eben so eine Adventure Map, wo ihr nicht frei bauen könnt, aber dafür einfach so Quests machen könnt und selber Rundspiel machen könnt. Da muss man auch schauen, ob man überall auch wieder rauskommt und so, weil man ja keine Blöcke setzen kann. Wieso keine Gerüste oder so für kurze Zeit oder so benutzbar sind, finde ich ein bisschen komisch. Aber ja. Ist halt. Mojang macht nie etwas richtig fertig oder tut nie richtig alles wirklich sehr gut balancen oder so. Ist ein typischer Großkonzern, der genug Geld hat. Wieso sollte man dann irgendwas noch machen? Wenn man sowieso seinen Lebensunterhalt direkt verdient. Ist auch bei Last Epoch leider so ein bisschen der Fall. Viele Bugs werden einfach gar nicht gefixt. Und sie freuen sich immer so riesig über ein paar Sachen, zum Beispiel Multiplayer-Modus. Niemand nutzt ihn aktiv. Und trotzdem ist es eine mega Highlight für den Entwickler. Ja, aber für die Stile nicht. Ich bin gelangweilt. Ich habe nichts Neues bekommen. Gar nichts Neues. Ein bisschen Belohnung habe ich bekommen. Ein paar Unix, das war's. Aber nichts Neues. Ich brauche etwas Neues, liebe Leventhors-Entwickler. Füg doch endlich mal einen neuen Dungeon ein, oder? Ja, es hat ein bisschen mehr, wie sagen wir, mehr Arbeit, aber nicht gerade so, dass man jetzt sagen könnte, man kann es nicht einmal pro Jahr oder so machen. Es ist einfach nur Faulheit. Aber gut. Das ist der Entwickler und der Entwickler entscheidet, wie viel er arbeitet und was nicht. Und
Und deshalb, ja, kann man da auch nicht so viel machen, natürlich. Nein. Das ist aber irgendwie gar noch nicht so viel schneller. Ich brauche irgendwie eine schnellere Waffe. Ist aber sehr spannend. Also, was ich jetzt gerade mache, ist natürlich überhaupt nicht Stärke oder Schaden auf Waffen oder so zu skillen, sondern nur auf Zauber, also nur auf Defensive momentan. Das liegt einfach daran, dass wir einfach einen Spell verwenden. Es ist ein Spell, es ist nicht ein Waffenangriff. Es ist mit der Waffe ein Zauber. Aber die Waffe, die tut eigentlich nur den Damage over Time dann machen. Und das heißt einfach so ein bisschen, ja, wir können jetzt momentan noch nicht so viel Schaden stacken. Und ja, es geht trotzdem ein bisschen schneller. Es ist gar nicht mal so langsam. Ich habe ja noch nicht so viel. Doch, ich habe schon Feuer dort. Ja, nehmen wir doch ein bisschen weniger Verteidigung. Wir sind jetzt schon sehr, sehr. Wir haben einfach fast unendlich Leben gerade im Moment für die Gegner. Also, wir können uns gar nichts ausrichten. Jo. Und das Spiel motiviert mich doch noch so mega, auch weil ich einfach viel Motivation habe durch die Builds, durch die Unix, auch Sachen zu verwenden, oder? Aber ich sehe es an den Zuschauern oder so, oder an den Spielen, sie sind nicht viel motiviert. Es ist ein bisschen schade, dass ein Spiel, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, also so derartig sinken kann. Das ist einfach die moderne Überlegung, oder? Wenn ein neues Update da ist, oh, Suchten. Oh, es ist ein Update, das schlecht war. Oh, niemals mehr suchten. Und so Sachen, es ist. Jo. Vor allem für einen Entwickler immer wie schwieriger, irgendwie auch etwas zu erreichen. Außer es ist halt wirklich ein mega Spiel mit einem mega guten Update damit, oder. Jo. Ich bin auch ein Entwickler, aber ich kann niemals wahrscheinlich viele Spieler anlocken. Ich mache keine Werbung. Ich tue auch nicht so viel entwickeln. Und das ist halt einfach. Es ist ein sehr zeit- und arbeitsintensiven Job. Da kann man nicht immer das Beste haben. Ich spiele trotzdem die Spiele, auch wenn sie nicht so gut sind. Überlegt euch mal, ja, was ihr so wollt überhaupt. Oder was ihr euch irgendwie auch. Ja, was ihr überhaupt spielen wollt, oder? Es ist gar nicht mal so eine große, umfangreiche Sache. Spielt doch diese Sachen, die ihr auch denkt, sie müssten besser werden. Und nicht nur, oh, ich spiele das Beste. Die brauchen meistens gar keine Hilfe. Die würden gerne auch Hilfe haben, natürlich. Ihnen könnt ihr ja auch helfen. Aber es gibt manchmal einfach so diese Sachen. Zum Beispiel ich als sehr Interessierter für die hohe Gaming-Kunst interessiert, also für die Sachen im Hintergrund vor allem und so, dann schwer überhaupt irgendwas Neues zu finden oder so. Es ist immer dieser Mainstream. Das 20. Call of Duty, das 15. Jahr Minecraft und so weiter. Es muss Neues herkommen, es muss Besseres herkommen und mal aufhören, diese Quantity-Spiele zu spielen, wo man Tausende von Teilen hat und man kann aussuchen, indem wir jedes Mal ein neues kaufen. Einfach mal das aufhören zu spielen. Dann werden die das auch verstehen, dass ihr das nicht mehr wollt. Dass ihr das Besseres wollt und so weiter. Und dann wird die Gaming-Industrie auch wieder besser. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ja, Gaming-Industrie, die wird nicht mehr besser. Da die Spiele auch nicht mehr so diese Sachen brauchen. Also brauchen. Jo. Sie erwarten es einfach, oder? Sie erwarten, dass es bessere Spiele bekommen. Sie machen aber nicht, dass sie bessere Spiele bekommen. Weil sie kaufen ja jeden Mist. Oder sie unterstützen ja genau die Entwickler, die überhaupt nichts Besseres machen. Aber es gibt genügend Leute, die zum Beispiel Indie-Games ja, helfen.
den Indie-Games entwickeln. Und trotzdem, ja, die können auch nicht so viel ausrichten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Entwickler wirklich an erster Stelle wirklich machen würde, dann würde ich die Spiele wirklich die ganze Zeit immer wieder ein bisschen helfen, es besser zu machen. Also vor allem für die Spiele besser zu machen. Ich würde die Spiele befragen, ich würde Livestreams machen und dann auch diese Feedback immer wieder annehmen und umsetzen. Ich würde Dinge machen, die wahrscheinlich andere gar nicht mal so machen würden als Entwickler. Sie haben ja einen Job, sie wollen ja nicht unbedingt irgendwie, ja, da irgendwie sehr viel arbeiten, nur für die Leute, die das konsumieren oder so. Ist ein bisschen komisch und schade, aber ja. Ich finde, Last Epoch Entwickler machen es schon gut, aber viel zu langsam. Also sie machen Sachen, die sie eigentlich in diesem Stardom-End noch nicht machen sollen. Über ein Jahr Multiplayer zu entwickeln, ist einfach too much lang. Und es gab keine Patches. Es gab ein Grafik-Update gleichzeitig zum Multiplayer-Update 0.9. Aber irgendwie, ja, die Motivation ist überhaupt nicht da, mit Mitspielen zu spielen. Es passt nicht zu Last Epoch. Das ist ein Hack and Slay und das sollte man eigentlich mehr im Singleplayer spielen. Weil das genau ein Singleplayer-Spiel ist, die Motivation ist nur für den Singleplayer eigentlich da. Außer ihr wollt protzen und protzen tut eigentlich fast niemand so richtig, außer natürlich in Discord oder so, wenn mal etwas gedroppt ist. Oder wenn mal etwas erreicht wurde, ein neuer Top-Wert oder so. Und deshalb lässt mich Perspexile momentan auch ein bisschen kalt. Es wurde kaum was verbessert, es wurde nur etwas wieder hinzugefügt, das genauso langweilig ist wie genau die erste Season oder ja, Liga in Perspexile. Jo, das gleiche bei Diablo 3 und das gleiche bei Diablo 4. Also irgendwie habe ich einfach das Gefühl, ich habe die Motivation für Hack'n'Slays einfach gar nicht mehr. Es tut mir ein bisschen leid. Ach, dennoch habe ich Last Epoch. Und trotzdem spiele ich die noch. Wieso? Weil Last Epoch einfach auch ein bisschen anders ist. Es klotzt nicht so vom Content. Diese Quantity ist nicht so da. Dafür ist die Quality da. Und genau das ist das, was ich brauche. Oder? Und deshalb spiele ich eigentlich Last Epoch und nicht Diablo 4 oder Path of Exile. Okay, Diablo 4 ist noch nicht erschienen. Sonst könnte ich ja Torchlight 2 spielen, Sekiro 2, wenn es auf meinem PC funktionieren würde. Danke, Windows. Oder Dungeon Siege 1 oder so. Was überhaupt schon 24 Jahre alt ist. Oder 23 Jahre alt. Schon heftig. Aber da, in diesem Spiel, Dungeon Siege 1, Legend of Arana, war es einfach so, dass man durch die Maps gehen konnte und alles ein bisschen beobachten konnte. Alles auch ein bisschen schwer zum Erlernen war. Weil die großen Welten halt auch nicht gerade so diesen Standard waren hatte. Ich sage jetzt nur, diesen Akt, den wir jetzt schon gesehen haben, der Akt 1. Den habe ich schon, ja, natürlich schon fast am meisten gespielt, ist ja klar. Aber er ist für mich einfach nichts mehr. Er ist so in- und auswendig in meinem Kopf, dass er für mich einfach nur noch ein blödes Durchlaufen ist. Es ist keine Spannung da, es ist kein Schwierigkeitsgrad da, es ist nicht interessant, also es passiert einfach gar nichts. Und deshalb, jo, laufe ich einfach durch und dann bin ich irgendwann mal in diesem Content, wo ich sage, ja, da kann ich noch etwas lernen, oder? Und nicht irgendwie, jo, ich muss das tausendste Mal durch die Kampagne. Also ich denke, jo, sowas, wovon ich höre in diesem Beat, wird ja schon ziemlich broken sein. Und broken ist für mich dann immer so ein bisschen die Demotivation. Ich will nicht um Ultra Mega Builds bauen. Ich will einfach durch das Spiel kommen. Und wenn mir das Spiel einfach keine andere Wahl lässt, ich muss Broken Builds spielen, dann
fühle mich da auch ein bisschen gelangweilt natürlich. Ich will das Spiel, nicht ultra schwierig haben. Ich will das Spiel motivierend schwierig haben. Ich will Motivation haben, dass ich die Gegner auch irgendwie ein bisschen taktisch besiegen muss und halt auch ein bisschen defensiv für mich stellen muss. Und das ist irgendwie. Das ist irgendwie nicht so der Fall. Oder es ist. Irgendwie. So ein bisschen. Man spielt einfach und merkt, man kommt zu einer Wand und man hat keine Lust mehr, so mega intensiv zu grinden. Ich habe jetzt wie viele Stunden mit dem Golem Necromancer diese Rüstung gesucht, die einen Golem mehr bringt pro 4 Skelette. Ich hätte 3 Golems gehabt und so, aber nein, ich musste ungefähr 500 Stunden investieren. Deshalb kam ja am Anfang nach dem Multiplayer-Update auch nicht so viele Videos und Livestreams von dem. Ich hatte wirklich kaum Zeit für Livestream oder Videos machen und zwar für euch viel zu lange, sicher. Ja, dann hier auf 17 Damage, oh nein, ich habe ja Spreading Flame hier drauf. Genau. Und jetzt momentan habe ich wieder so viel Lust auf Last Epoch, weil ich nicht mehr so ein Bild brauche mit einem einzelnen Unique, was einfach nicht droppt. Es gibt vor Corruption Level 50 einfach zu wenige Unique Echos und die bringen dann immer nur die einzelnen schlechten Uniques, die man halt ja schon während der Kampagne immer wieder farmt. Geschenkt bekommt, gedruckt bekommt, immer die ganze Zeit. Also es bringt überhaupt nichts, irgendwie in diesem Spiel zu grinden. Überhaupt nichts. Außer ihr wollt einfach dann später im Endgame halt noch diese 4 Legendary Stats haben. Potenzial. Dann ja, aber man farmt nicht so gerne dazu. Weil man auch sehr weit oben sein muss. Man muss wahrscheinlich schon Level 100 sein und Corruption Level 150 erreicht haben oder noch mehr. Was wirklich geht. Und das versuche ich jetzt mit diesem Bild natürlich auch zu erreichen. Und dafür tue ich natürlich in der Nacht dann immer mega viel farmen. Ich weiß nicht, ob ich das live streamen soll. Ich werde dann einfach wahrscheinlich auch kaum reden oder so. Aber es wird schon gehen irgendwie. Ja, sonst kommt also alles in YouTube dann ein bisschen geschnitten und wir jetzt einfach so ein bisschen mehr Gameplay, also nicht schneiden, solange wir in der Kampagne sind und solange einfach auch etwas passiert. Und ihr dürft jederzeit natürlich die Videos weiterspulen, wenn es euch jetzt gerade nicht so interessiert. Bin ja auch einer, der ein bisschen die Themen wechselt und jo. Ja, nebenbei mich einfach zuhören, ist ja nicht das Spiel so wirklich mitschauen. Ja. So, haben wir irgendwas Neues? Nö. So, ich lege ein paar Sachen jetzt mal rein in die Kiste. Dann haben wir einfach diese Items, die wir schon genutzt haben, nicht mehr brauchen. Zum Beispiel das hier, das hier, das hier. Und die Axt brauche ich, denke ich mal, gar nicht. So. Haben wir sonst noch irgendwas gerade direkt? Die Pole brauche ich später, genau. So. Jetzt muss ich kurz auf die Zeit schauen. 24, okay, anfangen können wir es noch. So, wir machen weiterhin. Noch mehr Ignite. Ja, dank diesem Calamity. Haben wir schon genug Ignite. Schaden und so. Das ist gut. Das läuft gut. Der Schaden läuft. Ich habe es jetzt auch gemerkt bei den Magiern. Sie sind doch ein bisschen zäh für Dot am Anfang. Aber dennoch, es läuft gut, weil wir auch eine gute Defensive haben. Nur es ist halt ein bisschen langsam. Das können wir nicht verhindern. Ja, aber sobald wir Smite freigespielt haben, das haben wir bald, können wir da auch, ja, das besser machen. So, ich schau mal kurz.
Wegen diesem einen Ding, das habe ich nämlich irgendwie Ding kann ich das hier anfügen? Und ja, das machen wir so. Einen Hammer oder so etwas. Machen wir den Helm. So, dann haben wir einen Loot-Filter, der nicht so gut funktioniert. Die Loot-Filter sind irgendwie ein bisschen verbuggt. Also man bekommt so weiße Items über, die überhaupt nicht gut sind. Wenn ich jetzt einen eigenen Filter mache und die weißen und blauen raushaue, dann habe ich immer noch die weißen und blauen drin. Es funktioniert irgendwie nicht. Ich mache es ja richtig oder mache ich es falsch? Ich muss ja Hide und dann auch diese blauen und so abwählen. Und nein, ich muss Hide nehmen und die Haken dort rein tun, damit sie abgewählt werden. Und das machen sie nicht. Das Problem liegt also daran, dass irgendwie der Loot-Feder vom Mund dann verpackt ist. Aber gut. Oder muss ich die Sachen auswählen, die nicht geheilt werden müssen? Aber dann stimmt es ja nicht. Dann ist ja nicht heilt. Irgendwie ganz komisch genug. Burnt, burnt, viel, viel schneller. Und Bienen kommt raus. Ja, da können wir auch andere Handschuhe dann tragen. Aber wir haben ja jetzt bald auch die Giftgegner, die richtig viel Schaden machen können, wenn man einfach drinsteht in den Pfützen. Da werden diese Handschuhe natürlich auch noch optimal, obwohl wir keine Bienen mehr procken. Die sind ja sowieso nicht gut, wenn man nicht statet. Also diese mit Level 71 sehr gut. Ja, ich habe ja auch diese Beehive. Dieses Unique, das aussieht wie eine Bienenwabe. Und dadurch sind sie sehr gut, aber insgesamt auch viel zu schwach, um jetzt wirklich auch ein Bosskiller zu sein oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel Legen schaffe ich nicht. Der ist zu zäh und macht halt zu viel Schaden mit ein paar Zauber. Ich muss immer auf mich ziehen, sonst kann ich nicht ausführen. Ich finde, dieser Boss ist völlig übertrieben von der Geschwindigkeit, von der Zähigkeit. Er macht irgendwie keinen Spaß. Und dafür sieht er gut aus, wenn er verbrannt wird. Also am Schluss einfach nach dem K.O. sich so verbrennend anfühlt. Jo, dann mache ich hier mal einen Cut. Ich spiele noch ein bisschen weiter für den nächsten Tag, für den nächsten Part. Sieht das schön aus. Ich bedanke mich, gebt mir ein bisschen Feedback, gell? Und wenn ihr das habt, schreibt mal in die Kommentare, wie oft ich das bringen soll und ja, worauf ihr wirklich Lust habt. Ein bisschen Hilfe vielleicht oder vielleicht könnt ihr mir helfen ein bisschen oder so. Auf jeden Fall. Dürft ihr gerne das machen und wissen, supporten. Tschüss!